Heute, was geht ab, Leute? Hong hier und willkommen zu meinem ultimativen Format. Einem neuen Format, das aus zwei meiner besten Formate fusioniert wurde. Ich wollte eigentlich so eine Dragon Ball Szene einblenden. Ihr wisst damals der Kampf gegen Buu, wo Goku einen Fusionspartner sucht für die Potara-Fusion und dann am Ende ist noch Vegeta aufgetaucht und dann hat der Kaioshin irgendwie sowas gesagt, der ultimative Krieger, wenn die zwei Stärksten aus dem Universum sich fusionieren und sowas. Und genau das passiert jetzt. Meine zwei besten Formate. Das Format gestern, das eBay-Format. Checkt die Folge ab. Ja, da schauen wir uns so auf eBay um, schauen, was da so abgeht, was da so Verrücktes angeboten wird. Gestern das Highlight war, es gab zwei Highlights. Erstens 75 Freunde für 5 Euro oder sowas. Und das zweite war, ja, seinen eigenen Pokestop kaufen. Zweites Format, und das ist schon Ewigkeiten her, aber selbst bis heute kriege ich immer noch Nachrichten darüber, immer noch dieselbe Frage. Wie gut sind meine Pokémon für mein Level? Das ist irgendwann damals vor, ja, fast 2 Jahren jetzt entstanden. Keine Ahnung wie, und es ist wie ein Lauffeuer, hat sich das entfacht, das ist einfach ausgeartet. Ich hatte damals so viele Nachrichten. Bei den Nachrichten damals, da stand einfach nicht die Anzahl, weil es so viele waren, sondern einfach 99 plus. Und bis heute kriege ich immer noch diese Frage, obwohl ich das Format seit fast 2 Jahren nicht mehr mache. Aber ich weiß, die Zuschauer lieben es, irgendwie irgendwas einzureichen. So ein Format, wo man halt mitmachen kann. Deswegen wurde dieses Format hier geborgen. Ich habe sogar noch ein anderes Format auf Lager, wo man was einreichen kann, aber mehr dazu dann demnächst. Jetzt erstmal dieses Format. Was ist genau? Es ist die Fusion aus beiden, wie gesagt. Und zwar werden wir uns Accounts anschauen und bewerten. Aber diesmal nicht nach dem Level und dem Pokémon, sondern passend zu eBay, nach dem Preis. Grüße gehen raus an Ace, einer meiner Mods, einer der Klassenspieler auf Twitter. Er hatte diese Idee, dass ich mir die Accounts von Zuschauern anschaue und denen dann einen Preis gebe. Man muss natürlich sagen, dieser Preis, den ich jetzt gebe, das ist alles Spaß, das ist alles ausgedacht, fiktiv. Das sind im Grunde genommen, könnte man sagen, Hong-Dollar, keine Euro. Man kann den Accounts und den Pokémon ja nicht wirklich einen Preis zuteilen, weil das ist alles sehr subjektiv. Man hat so viel Zeit, so viel Mühen, so viele Abenteuer, so viele Gefühle, Erinnerungen reingesteckt. Das kann man nicht einfach in Euro umwandeln. Zudem ist natürlich alles auch noch sehr subjektiv. Zum Beispiel, ihr wisst ja, 20 Millionen, zum Beispiel für mich, ist jetzt nicht so viel wie 20 Millionen für einen Dorfspieler, der dafür sehr hart gegrindet hat. Und 20 Millionen sind erst recht nicht viel für diese Verrückten auf Twitter. Das muss man alles in Relation sehen. Und dementsprechend kann man eigentlich keinen Preis festlegen, aber wir machen das zum Spaß. Einreichungen. Ja, davor habe ich jetzt schon Angst, weil ich denke, das wird wieder eskalieren. Es wird wahrscheinlich eine Folge pro Monat kommen. In der Folge werden wir so 3 Accounts uns durchschauen. In dieser Folge nur diesen einen und natürlich halt jetzt diese Einleitung, die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ansonsten machen wir das demnächst dann ein bisschen schneller, einfach 3 Accounts schnell durch. Und wir fangen an mit Ace, denn er hatte die Idee und er hat einen krassen Account. Ich denke, die nächsten Accounts werden nicht annähernd so krass wie seiner. Ich habe mir was überlegt, und zwar 5 Kategorien. Erste Kategorie, EP. EP hat zwar nicht mehr allzu viel zu sagen, wegen den ganzen Freundschaften und Raids und sowas, aber es ist immer noch sehr prestigelastig und ja, viele achten darauf. Ein wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Zweiter Punkt, der ist sehr unterschätzt, Arenen. Anzahl der Goldarenen entscheidet, wie hoch der Preis für diese Kategorie ist. Kategorie Nummer 3, natürlich die Statistik, die Medaillen, was man da alles auf Gold hat, wie viel auf Gold und wie hoch auf Gold. Das entscheidet Kategorie Nummer 3. Kategorie Nummer 4 ist halt die Sammlung, die Pokémon, aber eher sowas wie Shinies, Luckys und 100er. Denn Nummer 5 ist, ja, so, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, so Ressourcen, so das, was man anwendet, was man im Repertoire hat. Darunter zählen zum Beispiel die Pokémon, die man nutzt, die man gemaxt hat, aber auch sowas wie Beutelplatz und Pokémonplatz. Wir haben ja das Interview von TZ gesehen, der hat nicht alles auf Max. Dann sowas wie Sonderbonbons am Start, Raidpässe, ja, und alle 5 Kategorien zusammen ergeben 5000 Euro. Also maximal kann ein Account 5000 Euro wert sein. 5000 erfundene Hong. Euro natürlich. Format ist ausbaufähig, ist neu, erste Folge. Falls ihr Ideen habt, schreibt sie unten in die Kommentare, was ich noch hinzufügen kann, was ich noch anders machen kann, besser machen kann. Und jetzt schauen wir uns seinen Account mal an. Noch ein kleiner Hinweis, wieso das alte Format, sind meine Pokémon gut für mein Level, gestorben ist. Das war nach dem neuen Arena-System und beim neuen Arena-System sind die WP halt vollkommen egal. Damals beim alten Arena-System war halt WP King. Je höher die WP, desto höher saß du in der Arena, desto besser war es für dich, desto ja, besser warst du. Aber seit dem neuen Arena-System ist es halt vollkommen egal. Ihr wisst, Leta King hat über 4000 WP, 4400 irgendwas. Und Machomai zum Beispiel nicht. Jetzt kommt er sogar über 3000, aber davor 2,8 oder sowas war Maximum. Aber Machomai ist trotzdem krass und Leta King ist halt nicht krass. So, schauen wir uns den Account vom Kollegen an. Erste Statistik oder Kategorie EP. Wo ist denn das? So, EP hat er. 202 Millionen, jetzt wahrscheinlich sogar wieder mehr. Ist krass. Sind es die vollen Punkte? Nah dran, aber ich würde mal nicht übertreiben, es ist die erste Folge.
sagen wir, er kriegt 950 von 1000. Es gibt nicht allzu viele Leute mit über 200 Millionen EP. Kategorie Nummer 2 sind die Goldarenen. Er hat sie mir halt nur geschrieben, weil das mit der Idee mit den Goldarenen hatten wir ja später. Aber wie gesagt, ist einer meiner Mods und man kann ihm glauben. Für spätere Einsendungen bitte die Goldarenen mitschicken. 48 ist jetzt nicht wirklich viel, ist solide. Da kriegt er von mir, ja, sagen wir mal, boah, das ist echt schwer. 48, sagen wir 175 Punkte. Ich meine Euro. Wir sind hier ja beim, wie viel ist mein Account wert? 175 Euro. Wobei, na, sagen wir 250. Geben wir ihm 250 dafür. Kategorie Nummer 3 sind die Medaillen. Da hat er natürlich an sich jede Medaille geschickt. Er hat alles auf Gold, außer zwei normale Raids und ja, Gen 4 Pokédex. So. Inkognito hat er voll. Das ist natürlich sehr prestigevoll. Carpador, ja. Geh mal schnell durch. Radfratz, Füttern, 50k. PvP auch ein paar. Freundschaften, 87, beste Freunde. Entwickeln, 31.000, einhalb. Ja, ordentliche Statistiken. 127.000 gedreht, jetzt wie gesagt wahrscheinlich ein bisschen mehr. 13.000, 14.000 mal gekämpft. Alles sehr ordentlich. Kurz vor 9.000 Quests, 1.600 Raids, legendär. Hier, 210.000 Pokémon gefangen, also knapp. Ich runde immer ein bisschen auf oder ab. 12.000 mal getauscht, also im Grunde kann man sagen, ja, auch da in dieser Kategorie kriegt er 950 Euro. Oder Hong Euro, was auch immer. Vierte Kategorie, die Sammlung. Shinies, Luckys, 100er. Sieht man ja hier schon direkt, wo fängt's an. Shinies hat er alles am Start, sogar in mehrfacher Ausführung. Hier Shinox, alle drei Formen. Hier die ganzen, hier Togepi, Togetic, Natu, Xatu, Traumvogel, Slimog, Mushas, Lucky Mushas, Austers. Also er hat alles, glaube ich. Hier Barschwa, Schappe, Zwirlicht, Zwirlicht Entwicklung, Absol, Isso, Schnäppke, Formentor. Nicht schlecht. Smetbo, Safcon. Also in der Kategorie können wir ihm, glaube ich, auch volle Punktzahl geben. 1000 Euro. Wir sind bei 1000. Rechne ich am Ende zusammen. Beim Schnitt. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Und letzte Kategorie. Ja, Namen habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Zum Beispiel hier. 2000 Beutelplatz. Nur noch 18 Pässe, 3 Sonderbonbons. Aber egal. Die Bonbons hat er ja investiert. Zum Beispiel hier. Was weiß ich, wie viele Mewtwo das sind. 11 Mewtwos gemaxt. Zum Beispiel. Brutmaschine hat er auch nicht mehr viele am Start. Plätze hat er nur 1250 Pokémon. Sieht man genau hier auch. Nicht 2000 Max voll. Kleiner Punktabzug. Auch nicht mehr viel Staub am Start. Aber dafür hat er alles ausgeballert. Für eben krasse Pokémon. Kann man hier zum Beispiel sehen. 7 Metagross. Vielleicht geht es weiter unten noch weiter mit dem Metagross. Oder hier zum Beispiel 6 Rayquaza. Ja, 6 Rayquaza Max. Elevoltech, Godon, Machomai Armee ist am Start, kann man immer gebrauchen. Dann hier ein paar Dragogan, Zapdos, Lavados. Despota Armee ist auch am Start, in mehrfacher Ausführung. Sogar zwei Latios gemaxt, hier Godon, Kyogre, alles am Start. Also in dieser Nutzenkategorie, Beutel nicht ganz voll, dementsprechend kann ich ihm nur 900 Euro geben. Weil an sich, die 100 Euro, das ist so viel kostet es, um das aufzustocken, wahrscheinlich. Okay, ihm fehlen 750 Plätze. Das sind umgerechnet nur 30 Euro. Okay, geben wir ihm 950 von 1000 Euro. Ja, Zusammenfassung kommt gleich. Auf jeden Fall sehr schöner, sehr interessanter Account. Ich werde hier gleich die Gesamtpunktzahl oder den Gesamtwert einblenden, weil ich habe es mir nicht gemerkt. Dementsprechend später im Schnitt ziehe ich das nochmal zusammen. Und dann seht ihr hier irgendwo unter mir jetzt seinen Gesamtwert. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt einfach nach Gefühl zum Spaß irgendeinen Wert hergegeben. Wie gesagt, man kann eigentlich keinen Wert setzen für diese Accounts und Pokémon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das Format, das Segment. Wieder etwas, wo ihr was eingreifen könnt und da hier mitmachen könnt. Weil danach haben echt viele Leute, sehr, sehr viele Leute gefragt, dass ich mal wieder ein Format bringen soll, wo man eben was einsenden kann. Ich freue mich auf eure Einsendung, ich freue mich auf euer Feedback. Aber das war es erstmal wieder von mir. Heute, heute, nach diesem Video, um 16 Uhr, bin ich live für 6 Stunden. Auf der Jagd nach Shiny Taubsi, Shiny Gadfratz und was ich sonst noch so unter die Finger bekomme. Ja, mein längster Livestream, mal schauen, ob alles funktionieren wird. Schaut vorbei, würde mich freuen.
Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.